Es sieht aus wie das Leben von glücklichen Immobilienbesitzern. Mein Haus, mein Carport, mein Campingwagen. Doch der Alltag der Familie Vogt aus Tornesch ist ein Albtraum. Statt im neuen Klinkerbau leben die Vogts in ihrem Wohnwagen. Seit 1,5 Jahren. Wir haben da drüben ein schönes Haus gebaut. Und ja, wirklich mit viel Gedanken und viel Mühe, viel Planung. Ja, genau das, was wir wollten, was wir brauchten. Und das ist gebaut worden und war so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann hat sich immer gezeigt, dass da Wasser eintritt ins Haus und die Wände hochzieht. Ich habe mir das Leben auch eigentlich ganz anders vorgestellt. Also jetzt hier schlafen zu gehen, das andere ist, als immer drüben zu gehen. Wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren, dann fühlt es sich gar nicht mehr so an wie Urlaub, sondern immer so wie immer, abends. Aus Angst vor dem Schimmel im Neubau wird nachts im Camper geschlafen. Leben im Ausnahmezustand. Hier schläft der Tobi da oben und da unten der Basti. Also die Kinder machen das ganz gut. Ganz gut läuft es nur, weil die Familie zwischen Campingwagen und Eigenheim pendelt. Dabei sollte der ebenerdige Bungalow eigentlich alles leichter machen. Denn Sohn Sebastian ist auf den Rollstuhl angewiesen. Das Problem, der 500.000 Euro teure Neubau liegt zu tief. Wenn es stark regnet, läuft Wasser ins Fundament. Dann kommen die zahlreichen Trocknungsschläuche und Abpumpgeräte zum Einsatz. Schränke gibt es im Haus nicht mehr. Was zu nah an den Wänden steht, schimmelt. Das Wasser steht dann wirklich bis hier. Man sieht es hier auch, die Eckschutzschienen, die rosten ja schon. Und die sind eigentlich gebaut für ein Hausleben, dass sie eben nicht rosten. Und hier sieht man schon, wie die in Mitleidenschaft gezogen werden und das nach 3 Jahren, wie alt das Haus jetzt ist. Richtig alt sieht der Neubau auf Fotos aus, aufgenommen nur 1 Jahr nach dem Einzug. Überall Schimmel. Monatelang steht das Wasser Zentimeter hoch auf dem Estrich. Bei Regen eskaliert die Lage. Ja, sollte es zum Wassereinbruch kommen wieder, dann werden wir hier die Schläuche wieder ausrollen, installieren. Die Schläuche sind von einem Trocknungsunternehmen mit der gesamten Anlage hier vor über 1 Jahr installiert worden. Ja, seitdem stehen die hier dauerhaft. Man kann also wirklich keine Tür mehr schließen. Die Privatsphäre im Badezimmer geht komplett verloren. Es führt dazu, wir müssen unseren Sohn hier tragen, weil er mit seinem Rollator hier nicht mehr sich fortbewegen kann. Für den Einsatz des Wassersaugers wurden insgesamt 19 Löcher durch den Fußboden ins Fundament gebohrt. Der Stromverbrauch der Familie betrug für den letzten Winter fast 10.000 Euro. Das Neubaugebiet steht wegen eines schlechten Entwässerungskonzepts ohnehin in der Kritik. Schon während des Baus entstanden vor dem Haus der Vogts größere Pfützen. Kein Problem, wenn das Haus richtig abgedichtet ist. Hallo, Herr Sommer. Schön, dass Sie da sind. Hans Sommer ist Experte für Bauwerksabdichtungen. Er sieht Versäumnisse bereits in der Rohbauphase. Die Wassermengen oder Wassermassen, die hier vor dem Haus standen, das sehe ich nicht als normal an oder so. Denn damals hätte man eigentlich schon erkennen müssen, dass das mit der konzipierten Abdichtung nicht klappen kann oder nicht dauerhaft klappen kann. Nach den ersten Wasserflecken an den Wänden bat die Familie den Sachverständigen um ein Gutachten. Experte Sommer musste nicht tief graben. Wenn da Wasser zwischenläuft, dann kann das einmal sehr gut auf dieser Bitumenbahn ablaufen und drückt dann unter die Wärmedämmung und sättigt dann die Wärmedämmung. Das ist also das Hauptproblem. Diese Bitumenbahn sollte ja eigentlich auch dicht sein, hat ja auch die Aufgabe, Dichtigkeit herzustellen. Aber wenn da Wasser raufkommt, kann sich das also in der Wärmedämmung gut verbreiten. Derzeit läuft ein Beweissicherungsverfahren am Landgericht Itzehoe. Auf den Bauunternehmer, die Dirk Kage GmbH, ist Christian Vogt nicht mehr gut zu sprechen. Was hat er Ihnen gesagt? Ich meine, der hat es ja hier hingestellt. Ja, als wir den ersten Schaden gemeldet haben und dann so viel Wasser hier zum Vorschein gekommen ist, ist er mit seinem Sohn hier wieder raus und hat gesagt, ich bin in einer glücklichen Situation, dass Sie mir das beweisen müssen. Ein vom Landgericht in Auftrag gegebenes unabhängiges Gutachten benennt Fehler in der Abdichtung. Wer dafür verantwortlich ist, steht darin nicht. Die Kosten einer Sanierung über 100.000 Euro. Und weiter? Dem Sinne nach handelt es sich hierbei um eine Totalsanierung. Wer für die Kosten aufkommen muss, ist noch unklar. Denn der Bauunternehmer will nicht der Hauptschuldige sein. Auf Anfrage teilt er mit,
Wesentlich ist, dass der Wassereinbruch keineswegs zwingend auf einer mangelhaften Werkleistung beruhen muss. Die Firma Kagebau ist allerdings bereit, mit den Bauherren Lösungen zu erarbeiten. Solange geht die Pendelei zwischen Neubau und Wohnwagen weiter. Die Familie hat inzwischen ein Darlehen über 50.000 Euro aufgenommen, auch um Anwalt und Gutachter zu bezahlen. Und wie geht's weiter? Das weiß ich zwar auch noch nicht so genau, aber ich darf nicht denken, dass da kein Licht am Ende des Tunnels ist. Also daran muss ich glauben. In Deutschland herrscht Bauboom. Allein im letzten Jahr wurden 280.000 Wohnungen fertiggestellt, 85.000 mehr als noch vor 5 Jahren. Doch die Konjunktur hat Schattenseiten. Die Qualität sinkt. Es wird gepfuscht und geschludert. Laut einer Studie hat sich die Zahl der Schäden in einem Jahrzehnt fast verdoppelt. Und die einzelnen Fälle sind teurer geworden. Beliefen sich die Schadenskosten pro Fall noch 2006 auf rund 49.000 Euro, stiegen die Kosten nach 2015 auf über 83.000 Euro. Klotzen, nicht kleckern. Durch den Bauboom werden Neubaugebiete in Windeseile hochgezogen, wie hier in Regensburg. Da bleiben Fehler nicht aus. Stefan Schindler zahlte 500.000 Euro für sein Traumfertighaus. Seitdem ist ein Sachverständiger sein treuester Begleiter. Also hier sind wir jetzt auf der Dachterrasse. Oh, da ist ja nur ein Loch offen. Ja. Aha. Insgesamt 4-mal musste die Terrasse zurückgebaut werden. Mal war die Unterkonstruktion mangelhaft, dann wurden die Dielen falsch verlegt. Ja, da sehe ich schon, da steht das Wasser. Genau, im Mai musste die Terrasse teilweise zurückgebaut werden. Sie wurde dann nicht fachmännisch abgedichtet. Es hat leider zu der Zeit dann sehr stark geregnet, sodass hier ungefähr 5 cm das Wasser stand. Prinzipiell kein Problem, aber durch die falsche Abdichtung ist das Wasser von hier in die Wände gelaufen und hat sich dann bis in den Keller fortgesetzt. Offenbar wegen Zeitdrucks wurde die nasse Wand nicht ordnungsgemäß getrocknet. Die Folge: Schimmel. Irgendwann beschloss Schindler, die Mängel in Eigenregie zu beheben. Ein finanzielles Wagnis, das nur möglich war, weil er die alte Baufirma nicht vollständig bezahlte. Wir mussten in Summe, um dann die Bezugsfertigkeit herzustellen, über 30.000 Euro ausgeben. Auch seine Nachbarn litten unter den handwerklichen Fehlern mit teilweise absurden Folgen. Na, hier war es ursprünglich der Fall, dass das Gefälle der Abfahrt nicht gepasst hat. Ja, es gab einen Nachbar, der hat es nicht gewusst. Der ist mit seinem Auto hier runtergefahren, hat sich beim Runterfahren gedacht, okay, was tut denn hier so komisch? Hat dann unten gesehen, dass er sich einen Teil des Unterbodens aufgekratzt hat. Und dann musste er 6 Monate warten, bis er mit seinem Auto wieder nach draußen konnte. In den Außenanlagen stellten Sachverständige zu Bauzeiten mehr als 200 Mängel fest. Erworben wurde das Grundstück vom Projektentwickler Immobilienzentrum Regensburg. Verantwortlich für die fachgerechte Ausführung des Neubaus ist die SIVO Bau GmbH. Hallo, guten Morgen, Marie Groß von Spiegel TV. Ihnen wird von Bauherrn Pfusch am Bau vorgeworfen. Was sagen Sie denn dazu? Fahren wir raus und schauen wir uns die Baustelle an, sage ich dazu. Können wir sofort machen? Sofort. Weil dann werden Sie sehen, ob man da von Pfusch am Bau reden kann oder ob man eigentlich sagen muss, das ist normal. Ulrich Berger fühlt sich zu Unrecht beschuldigt. Sein Ärger gilt peniblen Kunden, die ihm kleinste Fehler übel nehmen. Der Gutachter von Kundenseite, der dabei war, der hat Dinge in den Raum gestellt. Ja, was soll ich dazu sagen, wenn er behauptet, dass der Anschluss der Dusche unten nicht korrekt ist? Aber es ging ja auch um Mängel, wie dass die Tiefgarage so gebaut ist, dass das Auto steht. Also jetzt soll er noch da was sagen, das ist so hanebüchen. Ja, wir arbeiten mit Handwerkern. Die Firma, die das gepflastert hat, ist eine unserer längsten Partnerfirmen, ist ein Top-Tiefbauunternehmen, wird von der Stadt Regensburg beauftragt. Ja, es ist ein Fehler passiert und er hat bei der Tiefgaragenneigung die falsche Neigung gepflastert. Oh Gott, ja, die Handwerker waren nicht perfekt. Das ist die Anlage. Also jetzt zeigen Sie mir mal den Pfusch am Bau. Finden Sie, dass so Pfusch am Bau ausschaut? Ist diese Treppe, ist dieses Geländer, ist das Pfusch am Bau? Dann weiß ich nicht mehr. Dann weiß ich wirklich nicht mehr. Nein, der Teufel steckt ja auch im Detail. Ja, der Teufel kann im Detail stecken, aber dann muss man es halt anschauen. Ich nenne das hervorragende Bauleistung. Wohlgemerkt, bei jedem Bau kommt es zu Mängeln. Und klarstellen möchte ich, ich will hier nicht so tun, wie wenn diese Baustelle reibungslos war. Ganz im Gegenteil.
diese Baustelle hat extrem an meinen Nerven gezehrt und ich habe das Ganze selber ganz, ganz schlimm empfunden. Aber wir haben alles getan und tun es immer noch, dass wir hier eine gute Leistung liefern. Aber jetzt gehen wir durch. Zur Besichtigung kommt es leider nicht. Ein Kollege rät zum Rückzug. Schade, hätte Herr Berger seinen Audi A4 doch in die inzwischen korrigierte Tiefgarage fahren können. So lässt man später mitteilen, dass alle schweren Mängel behoben seien. 80% seien ohnehin nur kleine und leicht behebbare optische Mängel gewesen. Neuberg in Hessen. Dieses Haus sollte schon vor Monaten bezugsfertig sein. Stattdessen liegt der Rohbau still. Bauherrin Anke Kiltika Salimi hat sich nun anwaltliche Unterstützung geholt, denn ihr Eigenheim hat bereits in der Bauphase einen massiven Wasserschaden. Ausgelöst durch Pfusch am Bau. Also hier sieht man im Prinzip den Wasserschaden, der jetzt... ist es noch nass? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bis dato stehen auch noch keine Trockner, weil erst geklärt werden muss, wer die Schadensregulierung übernimmt. Das Wasser steht seit Monaten im Beton. Weitreichende Folgen eines kleinen Fehlers. Beim Stellen der Trockenbauwand ist in diese Leitung hier unten reingebohrt worden und dadurch ist der Wasserschaden dann entstanden. Es ist tatsächlich so, dass die Wasserleitungen auch ein Stückchen zu hoch liegen, weil unten drunter ein Deckenträger ist, der ebenfalls etwas zu hoch eingebracht wurde und sich somit der Estrich oben drüber nicht ganz in der Höhe befunden hat, die wahrscheinlich Normhöhe dann ist. Es ist sehr häufig so, dass wenn mal ein Fehler da ist und man versucht, Fehler zu reparieren, in Ordnung zu bringen, dass neue Fehler auftreten oder in der Reparatur, in der Nachbesserung weitere Fehler verursacht werden. Das ist nicht gut und zeigt so ein bisschen das Chaos, was aktuell auf Deutschlands Baustellen herrscht. Viel Zeitdruck, vielleicht auch Facharbeiter- und Fachkräftemangel und schlechte Koordination auf den Baustellen. Auch im Keller der 500.000 Euro Immobilie entdecken die Eigentümer ein halbes Jahr nach Baubeginn Feuchtigkeit in einer Wand. Ein unabhängiges Gutachten stellt eine mangelhafte Abdichtung fest. Bei den Bauarbeiten sind Löcher und offene Stellen übrig geblieben. Durch diese dringt nach starken Regenfällen immer wieder Wasser ein. Die Familie informiert den Bauunternehmer. Doch der tut nichts. Daraufhin stellte Frau Kiltika Salimi die fälligen Ratenzahlungen ein. Fertig ist hier nur die Bauherrin. Es ist natürlich schon auch eine Art zerplatzter Traum erstmal, beziehungsweise ein zurückgeschobener Traum, was sich aber nicht besonders gut anfühlt. Also es ist schon schwierig für mich, den Raum hier so zu sehen und zu wissen, dass es einfach nicht fertig wird. Bis zum nächsten Sommer wird das Haus wohl noch unbewohnbar bleiben. Auf anwaltlichen Druck hin wurde nun zumindest die Kellerwand abgedichtet.